Digitalisierung ist da, ist angekommen. Der Mittelstand und die Sparkassen. Wir erreichen alle Altersklassen, wir erreichen alle Branchen, wir erreichen alle Entwicklungen, wir erreichen alle Regionen. Und wir sind an diesem Sinne auch vielleicht die beiden wichtigsten Multiplikatoren für die notwendigen Veränderungen in einer stärker auf mediale Abläufe gestützten Arbeitswelt und auch die notwendigen Innovationen, damit das Rückgrat der deutschen Wirtschaft auch in Zukunft noch leistungsstark und belastbar ist. Wir wollen Ritter und Indianer gleichzeitig sein. Der Indianer ist cool. Der ist beweglich, der reitet ohne Sattel, der ist super schnell, aber verletzlich. Der Ritter, der ist geschützt, aber ziemlich unbeweglich. Und wir glauben, wir könnten im Internet Ritter und Indianer zugleich sein. Und meine Damen und Herren, das funktioniert nicht. Aber was, glaube ich, schon klar ist, dass auch die Ökonomen sagen, ohne IT-Sicherheit werden die Produkte nicht fliegen. Und deswegen ist Sicherheit nicht irgendwie eine Spaßbremse, sondern ein Vertrauens-, ein Reputationsgewinn. Die Thematik als solche ist ja schon so interessant, dass man sich dir nicht entziehen kann. Deswegen waren auch die Workshops ganz gut. Es betrifft halt viele Mittelständler, viele unserer Kunden beschäftigen sich damit, wir als Sparkasse beschäftigen uns damit. Allerdings stelle ich auch fest, Digitalisierung ist ein Begriff, der überall verwandt wird, aber er wird ganz unterschiedlich interpretiert. Digitalisierung bedeutet ein Zusammenspiel von Technik, Organisationsveränderung und eben Einbeziehung der Mitarbeiter. Es betrifft unser Unternehmen wie generell die Wirtschaft und die Gesellschaft insgesamt. Und insofern finde ich wichtig, dass es hier thematisiert wird und auch breit aufgefächert, dass also verschiedene gesellschaftliche Akteure auf dieses Thema blicken. Darin besteht eigentlich der besondere Reiz. Die Atmosphäre ist natürlich super, der Rahmen passt absolut. Die Referenten sind wirklich von hoher Qualität und es macht Spaß, hier auch mit den anderen Kollegen in Austausch zu gehen. Plattformaustausch ist das Zentrale, weil jeder ja so, was tut sich, was ist für mich relevant. Also insofern eine super Veranstaltung mit dem Thema, glaube ich, auch zur richtigen Zeit.